Mordkommission Faust. Hallo? Bist du da? Hallo? Hallo? Dr. Schreiner, wir haben einen Herzalarm. Patientin Becker in 140, sie ist tot. Nein, keine Reaktion. Ja, hab ich schon. Hören Sie, ich bin seit 25 Jahren Schwester. Ich weiß, wann jemand tot ist. Schnell den Defi und eine Ampulle Adrenalin. Geben Sie her. Achtung. Sie ist tot. Mom, immer noch das Knie? Nee, falls in die Leber. Guten Morgen. Herr Faust? Markus Karlbohm. Könnte ich einen Moment? Ich meine, mit Ihnen allein? Frau Krüger ist meine Kollegin. Setzen Sie sich. Danke. Um was geht's denn? Es geht um meine Cousine, Verena Becker. Sie... Jetzt nicht. Also, meine Cousine. Ja, was ist mit Ihrer Cousine? Ich bin sicher, sie wurde umgebracht. Aha. Sie lag in der St. Benediktenklinik. Plastische Chirurgie. Sie war erst 36 und kerngesund. Warum geht sie dann in die Klinik? Eine Schönheitsoperation. Sie sollte morgen operiert werden. Und letzte Nacht stirbt sie. Die haben Scheiße gebaut. Wann genau haben Sie denn Ihre Cousine das letzte Mal gesehen? Vor 2 Tagen. Wir haben über ein gemeinsames Projekt gesprochen. Verena wollte bei mir investieren. Sie war bester Laune. Hat Ihre Cousine Familie? Nee, ich bin der einzige Verwandte. Was sagen denn die Ärzte? Das ist es ja. Dieser Dr. Schumacher, der Oberarzt, lässt sich einfach verleugnen. Und so ein Jungspund erzählt mir was von Thrombose. Mit 36? Ich will Anzeige erstatten. Entschuldigung, im Vorzimmer ist keiner. Ich muss Sie trotzdem bitten, einen Termin zu machen. Mein Name ist Faust. Ich bin von der Kriminalpolizei, Mordkommission. Frau Professor Gaspari? Ja. Ist etwas passiert? Setzen Sie sich.
Es geht um eine Patientin, Verena Becker. Die Thrombose. Tragische Geschichte. Aber was haben Sie damit zu tun? Ihr Cousin, ein gewisser Herr Karl Bohm, hat Anzeige erstattet. Er behauptet, dass Sie keines natürlichen Todes gestorben seien. Ein so plötzlicher Tod ist für Angehörige schwer zu begreifen. Ich kann das Herrn Karl Bohm nicht übel nehmen. Aber der Verdacht ist natürlich völlig aus der Luft gegriffen. Mein Oberarzt wird Ihnen das bestätigen. Er hat den Totenschein ausgestellt. Meine Kollegin wird ihn aufsuchen. Herr Faust, diese Abteilung genießt einiges Ansehen. Zu uns kommen Patienten aus der ganzen Welt. Ich würde Sie bitten, darauf Rücksicht zu nehmen. Natürlich. Aber wir müssen dem Fall nachgehen. Wir müssen die Leiche obduzieren. Die Todesursache ist eindeutig. Der Fall wird im Polizeibericht nicht erwähnt, also kommt es auch nicht in die Presse. Aber mehr kann ich Ihnen auch nicht versprechen. Ich bin sicher, dass eine Obduktion nicht nötig wäre. Aber bitte. Ich habe da noch was auf dem Herzen. Mein Knie. Alte Sportverletzung. Ich würde das gerne röntgen lassen, aber ich habe so wenig Zeit. Ich werde den Kollegen informieren. Dann brauchen Sie nicht zu warten. Was soll ich denn mit den Sachen von Frau Becker machen? Bringen Sie die Tasche in die Verwaltung. Sie sind müde. Dr. Hochreiter kann doch den OP übernehmen. Danke. Geht schon. Arbeit lenkt mich ab. Ich muss Ihnen etwas sagen. Gerade war ein Herr von der Kripo da. Entschuldigung. Mein Name ist Krüger, Mordkommission. Dr. Schumacher? Ja. Verena Beckers Cousin hat Anzeige erstattet. Absurd. Ich bin Professor Kaspari, die Chefärztin. Dr. Schumacher kannte Frau Becker. Deshalb ist sie zu uns gekommen, um sich von ihm operieren zu lassen. Herr Schumacher, es tut mir leid, ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Um wie viel Uhr ist Frau Becker gestorben? Schwester Edda hat mich gegen Mitternacht alarmiert. Ich denke, dass Frau Becker da schon eine Stunde tot war. Und woran ist sie gestorben? Thrombose, die zu einer Lungenembolie führte. Steht alles in meinem Bericht. Thrombose? Die Patientin war thrombosegefährdet. Sie war deshalb schon einige Tage bei uns, um auf die Operation eingestellt zu werden. Dabei wird das Blut mit Medikamenten auf einen abgesenkten Gerinnungswert gebracht. Aber warum ist sie dann gestorben? Bei Thrombosepatienten kann so etwas immer passieren. Ja. Dabei können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Die Pille, Alkohol, starkes Rauchen, Stress. Sie war da erst 36. Wir haben 20-Jährige gesehen, Frau Krüger. Die waren nach einer Thrombose für den Rest ihres Lebens schwerstbehindert. Sie dürfen uns glauben, dass alles versucht wurde. Wo waren Sie, als Sie alarmiert wurden? Zu Hause. Den ganzen Abend? Von etwa 8 Uhr bis zu Schwester Eddas Anruf. Ich kann Ihnen gerne erzählen, was ich im Fernsehen gesehen habe. Ja? Waren Sie allein zu Hause? Ich begreife zwar nicht, warum Sie das fragen, aber ich habe von 11 bis 11:30 mit Dr. Schumacher telefoniert. So spät noch? Es ging um einige wichtige Fragen für die heutige Sitzung im Verwaltungsrat. Entschuldigen Sie bitte. Ich muss jetzt auch, Frau Krüger. Wiedersehen. Wiedersehen. Da sind die Spritzen verschwunden. Jetzt ein ganzer Rollstuhl weg. Gehen Sie schon. Ich mach das für Sie. Soll ich jetzt alle 7 Etagen abklappern, oder was? Ja, nur gesunde Beine. Herr Dr. Hochreiter, bitte in OP1. Entschuldigung. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen, als Sie die Tote entdeckt haben? Sie lag da wie im Schlaf. Keine Spuren. Am Körper, im Zimmer, nichts Ungewöhnliches. Die Frau ist einfach gestorben. Wann haben Sie sie denn zuletzt lebend gesehen? Gegen 10:30 kam sie von der Toilette. Und wann haben Sie sie tot aufgefunden? Kurz vor Mitternacht. Warum sind Sie da überhaupt reingegangen, wenn alles so normal war? Weiß ich nicht. Vielleicht Instinkt. Kann ich jetzt weiterarbeiten? Dein Schönheitsdoktor hatte völlig recht gehabt. Verstopfung der Lungenarterie, kurz vorm Herzen.
Fulminante Lungenembolie mit Zusammenbruch des Kreislaufs. Da war nichts zu machen. Tja, was war's denn wohl? Wart's ab, das Beste kommt noch. Im Blut von Frau Becker fanden sie Spuren von Tamurin. Was heißt das? Bei Patienten mit Thromboseneigung lässt dieses Medikament das Blut aufquellen wie Backpulver. Tödlich. Übrigens, Chloroform haben wir auch nachgewiesen. Mhm. Also erst die Betäubung und dann die Spritze. Das hast du gesagt. Dann hatte Karl Bohm doch recht. Wir fanden noch einen Glassplitter im Handballen. Glas? Ja, war sehr klein, hat kaum geblutet. Aber den muss sie sich unmittelbar vor ihrem Tod zugezogen haben, so gegen 23 Uhr. Aber der hätte sie im Bett liegen müssen. Ich habe den Splitter jedenfalls ins Labor geschickt. Sie ist nicht da gestorben, wo sie gefunden worden ist. Also doch Mord. Ein Mord in meiner Klinik. Was wird jetzt geschehen? Wir müssen den Mord aufklären. Wer hatte ein Motiv? Wer war zur fraglichen Zeit auf der Station? Schwester Edda? Ach. Wie kommen Sie gerade auf die? Entschuldigen Sie, ich bin Was ist mit Schwester Edda? Sie hatte wohl Probleme an ihrem früheren Arbeitsplatz. Genau weiß ich das auch nicht. Aber da gab es immer Tratsch. Moment. Reiben Sie ihn gut trocken. Neulich war er feucht. Sie wissen, wie empfindlich er ist. Entschuldigen Sie. Ist denn diese Schwester nicht überprüft worden? Sie ahnen nicht, wie schwer es heute ist, Pflegepersonal zu bekommen. Edda ist tüchtig, wenn sie auch nicht sehr beliebt ist bei Kollegen und Patienten. Sie hat Kummer mit ihrer kranken Mutter. Ach, in unserer Klinik wird so viel geklatscht. Wo war denn diese Edda vorher? Da müsste ich in der Personalakte nachsehen. Aber ich bitte Sie, Herr Faust, ich möchte wirklich nicht, dass Frau Wächter meint. Wir müssen nach allen Seiten recherchieren. Wo waren Sie zum Beispiel in der Nacht, als Frau Becker ermordet worden ist? Ich war zu Hause. Ich habe meine Rede für den Verwaltungsrat geschrieben. Es ging um den Haushalt fürs nächste Geschäftsjahr. Und? Ja? Na, wie ist sie gelaufen, die Rede? Der Haushaltsplan wurde ohne Abstriche angenommen. Bin ich jetzt entlastet? Im Ernst, Herr Faust. Beamte, die durch die Station laufen. Ein Albtraum. Na, das muss leider sein. Schauen Sie, unsere Patienten sind Leute, die empfindlich reagieren. Und wenn da Bulle rumläuft, dann lassen sie sich woanders liften. Ja, so kann man das auch sagen. Ich könnte Ihnen einen Vorschlag machen. Aber der müsste unter uns bleiben. Nur unter uns. Okay, die Krankenhausapotheke hat 12 Ampullen Tamurin geliefert. 6 sind verbraucht und 4 sind übrig. Da fehlen 2. Haben Sie eine Ahnung, wo die sein könnten? Das weiß ich nicht. Wir haben viel Arbeit, wir zählen nicht jeden Tag. Wer hat denn alles den Schlüssel zum Medizinschrank? Tagsüber die Stationsschwester und danach die Nachtschwester. Also in der Nacht, als Frau Becker starb, Sie. Oh, Entschuldigung. Hallo? Sie haben da was verloren. Oh, vielen Dank. Bitte. Herr Dr. Schumacher, bitte in die Notaufnahme. Die Patientin in 114 ist Diabetikerin. Das steht doch drauf. Mach ihn auf. Kommen Sie, Schwester Edda. Also, ich werde versuchen, die Sache zu klären, aber ich muss jetzt. In die Küche? Nein, in mein Penthouse. Also ab in den Keller. Wollen Sie nicht mit? Doch. Entschuldigung, ich müsste nach unten. Sorry, ich muss nach oben. Heute Morgen bei der Operation, Sie haben die Nähte prima hingekriegt. Respekt. Danke. Ich hatte schon Sorgen, die Patientin ist ja ein bisschen schwierig. Na, wie war's beim Großmeister? Ich habe dazugelernt. Er steht auf Sie. Er hält sich für unwiderstehlich. Aber als Chirurg ist Dr. Schumacher einfach klasse. Begnadete Hände. Verena Becker ist ihm trotzdem weggestorben. Kaum hier und schon genau im Bilde. Die ganze Klinik spricht davon nichts anderem. Die Schöne von der Kripo hat Schwester Edda ganz schön genervt. Edda hat geschwindelt. An den Schlüssel kommt doch jeder ran. Sie auch? Aber ich war's nicht, ich schwöre.
Mann, so jung und schon tot. Ihr Mann tut mir leid. Sie hatte keinen Mann. Sie hatte nur einen Cousin. Der hing immer im Stationszimmer rum und hat mit allen Schwestern geflirtet. So, so. Nur am letzten Abend war er schlecht drauf. Ich glaube, er hat sich mit Frau Becker gestritten, weil sie ihm kein Geld geben wollte. Haben Sie gelauscht? Natürlich nicht. Ich hatte Nachtdienst. Ich habe nur mitgekriegt, wie er an ihrer Tür stand und sie angeschrien hat, sie soll ihr Geld behalten. Und dann ist er auch schon abgehauen. Haben Sie das der Polizei erzählt? Ich bin doch keine Petze. Sie behalten das doch für sich. Ich schwöre. Ja, vielen Dank. Wiederhören. Was ist denn? Das Nachlassgericht. Markus Karlbohm ist Alleinerbe von Verena Beckers ganzem Vermögen. Es dürften ein paar Millionen sein. Dann gehen wir den jungen Mann noch mal besuchen. Oh. Mein Knie. 10 Riesen fällig. Und zwar jetzt. Was soll denn der Scheiß? Ich bin nicht flüssig, Bruno. Hey, hey. Was willst du denn? Wir sehen uns noch mal. Du warst auch schon mal dynamischer. Hallo. Handy nicht vergessen. Mensch, wenn nicht sofort Gewinne fließen, verlieren die Leute gleich ihre Nerven. In welches Geschäft sollte denn Ihre Cousine investieren? Golf. Eine Indoor-Anlage. Tolle Sache. Können Sie auch im Winter trainieren. Aber sie wollte nicht. Wer sagt das? Warum haben Sie uns denn nicht gesagt, dass Sie Ihre Cousine kurz vor ihrem Tod noch mal besucht haben? Und dass Sie Streit hatten. Wegen Geld. Die Kleine aus Brasilien, was? Wir können das auch alles im Präsidium besprechen. Mein Gott, ach, das war kein Streit. Verena hat's halt spannend gemacht. Sie hat sich gern bitten lassen. Naja, jetzt kriegen Sie ihr Geld. Sie sind Alleinerbe. Alleinerbe? Ah ja. Da sind Sie überrascht, was? Wo waren Sie eigentlich in der Mordnacht, nachdem Sie Ihre Cousine besucht haben? Ich? Hier. Geschäftspost erledigen. Da bin ich nach Hause. Gibt's dafür irgendwelche Zeugen? Nein. Ich war allein. Okay. Bis bald. Sie sollten sich einen Anwalt nehmen. Müll binden, diese Bestellung. Der Schrank war offen. Sie wissen doch, dass er immer verschlossen sein muss. Natürlich. Dann sorgen Sie dafür, dass es auch so ist. Gute Nacht, Schwester. Tschüss. Oh, Entschuldigung. Ich wollte meine Jacke holen. Ist das Ihre hier? Oh, Entschuldigung. Die Schränke sind so klein. Schon gut. Bei mir ist der Platz. Was für ein Tag. Schumacher musst du unbedingt nachmittags operieren. 5 Stunden OP. Am Ende. Bei Schumacher haben sie keinen Stein im Bett. Der steht mehr auf Frauen. Im Brett heißt das. Habe ich das nicht gesagt? Nee. Das ist ein weiter Weg von Rio de Janeiro nach Hamburg. Mein Vater ist dort Lehrer im Goethe-Institut. Und so kam es dann irgendwie zu meinem Stipendium hier in Deutschland. Und dann gleich in so eine renommierte Klinik? Ich möchte später mal in Brasilien als Chirurgin arbeiten. Und bei Dr. Schumacher kann man eine Menge lernen. Sie haben ein Stein im Brett bei ihm. Im Gegensatz zu mir. Sie müssen aufpassen. Schumacher hat gesagt, der Faust wird bei uns nicht alt. Mhm. Sie waren nicht immer Pfleger, oder? Merkt man das? Ein bisschen. Ich war bei der Bundeswehr in einer Sanitätseinheit. Ich war lange arbeitslos. Es tut mir leid. Ich habe Professor Kaspari ein bisschen angeschwindelt bei meiner Einstellung. Ich werde Sie nicht verraten. Sonst sehe ich Sie ja nicht mehr.
Die Glasanalyse vom Splitter in Verena Beckers Hand stammt eindeutig von einem feuerfesten Laborglas. Sowas gab es aber nicht im Krankenzimmer. Nee, du hast wahrscheinlich recht gehabt. Sie wurde woanders getötet. Vielleicht im Labor oder so. Vielleicht hat der Mörder befürchtet, im Zimmer auf der Station erwischt zu werden. Hast du was über Edda Wächter erfahren? Die Krankenschwester. Hm? Ich habe in der Paracelsus-Klinik angerufen, da hat sie vorher gearbeitet. Aber die Oberschwester war im Urlaub. Und die anderen kannten sie nicht mehr. Aber du bleibst dran. Jawohl, Chef. Ach, übrigens, das hat dieser Markus Karlbohm vorbeigebracht. Hat am Koffer seiner Cousine gefunden. Sieht teuer aus. Dreh mal um. In Liebe, Max. Weißt du, was er heißt? Eine Menge Männer. Unser Dr. Schumacher zum Beispiel. Maximilian Schumacher. Von wegen kannte Frau Becker. Sie war seine Geliebte. Wenn dieser Max unser Schumacher ist. Ja. Sie wollten mich sprechen? Guten Morgen, Herr Faust. Bitte? Kommen Sie voran mit Ihrer Arbeit? Wir sind dabei. Haben Sie denn schon einen Verdacht? Nein. Ich habe mir die Akte Edda Wächter kommen lassen. Sie haben sich ja für sie interessiert. Auch, ja. Merkwürdigerweise fehlt das Zeugnis von Ihrem letzten Arbeitgeber. Niemand kann sich das erklären. Haben Ihre Leute in dieser Sache recherchiert? Wir sind dran. Das Reisebüro ist am Telefon. Die Bestätigung wegen Ihrer Tickets nach Rom. Ja, schon gut. Sie bekommen die Suite mit Blick auf... Ja, danke, das ist in Ordnung. Lassen Sie uns bitte allein. Sie machen eine Reise? Nein, nein, das ist ein Geschenk. Von Ihrem Mann. Ich bin nicht verheiratet, Herr Faust. Uwe ist eine Woche vor unserer Hochzeit tödlich verunglückt. Das tut mir leid. Auf dem Rückweg von einem medizinischen Kongress, von dem ich ihm abgeraten habe. Und nach ihm gab es auch keinen Mann mehr. Jetzt werden Sie indiskret, Herr Faust. Ach, wissen Sie, wenn man Mörder fangen muss, kann man sich Diskretion nicht leisten. Bleiben Sie ruhig. Über Sie wollte ich auch reden. Reicht Ihnen das eine Röntgenbild oder brauchen Sie mehr? Was ist denn, Herr Kollege? Ich fürchte, Herr Faust ist keine große Hilfe da unten für uns alle. Aber wieso denn? Er macht Fehler wie eine Lernschwester. Kann intramuskulär nicht von subkutan unterscheiden. Ich frage mich, aufgrund welcher Qualifikationen er eingestellt wurde. Ich habe gleich gesagt, ich bin der Mann fürs Grobe. Schumacher wollte mich heute feuern. Wirklich? Kaspari hat mich gerettet. Ich hätte gar nicht gedacht, dass schwarze Bohnen so gut schmecken können. Dieser Blödmann. Weißt du, dass er was mit der Becker hatte? Wie kommst du denn darauf? Ich habe zufällig gesehen, wie er sie heimlich geküsst hat vor seinem Labor. Wie? Er hat ein eigenes Labor? Da macht er Test rein für seine Habilschrift. Die Chefin hat es ihm eingerichtet. Wo ist denn dieses Labor? Gleich neben der Wäscherei. Wenn die Kaspari wüsste, dass ihr Oberarzt mit Patientinnen rumknutscht, die würde ausflippen. Am liebsten würde ich es ihr sagen. Dann wird er gefeuert. Lass es lieber. Mukeka. Gambas mit Pfeffer und Palmöl. Aber pass auf mit der Soße, die ist höllisch scharf. Köstlich. Bei uns sagt man, Männer, die gern scharf essen, sind leidenschaftlich. Schlaue Leute, die Brasilianer. Frierst du? Was hältst du davon, wenn wir jetzt aufessen und zu mir gehen? Ich habe eine warme Heizung und kalten Wein. In meiner Heimat sagt man, traue nicht den Conquistadores. Besonders nicht, wenn sie mit der Zentralheizung locken. Ich muss nicht alles glauben, was die Leute sagen. Thank you.
machen Sie denn hier? Wie sind Sie überhaupt reingekommen? Die Tür war nicht abgeschlossen. Es hat geheißen, Sie seien hier. Hier Ihre Röntgenaufnahme. Danke, Herr Faust. Schönes Labor ist das. Ja, nicht wahr? Ich mache hier Testreihen für meine Professur. Worum geht es da? Im weitesten Sinne um Abstoßreaktionen menschlichen Gewebes auf synthetische Implantate. Mhm. Um ehrlich zu sein, ich hätte nicht gedacht, dass ein Schönheitschirurg so ein großes Labor braucht. Na, Sie müssen doch wissen, dass wir hier nicht nur Busen und Nasen modellieren. Wir reparieren Unfallschäden oder natürliche Missbildungen. Wir korrigieren das Schicksal. Ja, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht beleidigen. Das ist schon gut. Noch was, Herr Faust, wegen gestern. Hm? Das tut mir leid. Der plötzliche Tod meiner Patientin ist mir doch sehr nahe gegangen. Na ja, das ist schon in Ordnung, Herr Doktor. Verena Becker und Dr. Schumacher hatten ein Verhältnis. Glaubst du, er hat sie getötet? Mir fehlt das Motiv. Vielleicht hat er gedacht, er erbt ihr Geld. Sowas kann sich doch ein Oberarzt gar nicht leisten. Frag mal bei den Maklern, ob er sich dafür interessiert hat. Ja. Ich war in der Paracelsus-Klinik wegen Edda Wächter. Und? Vor 6 Jahren hat es auf ihrer Station mal 2 Todesfälle gegeben. Wurden Medikamente vertauscht. Edda? Das Gesundheitsamt hat sie ins Gebet genommen, aber man konnte ihr nichts nachweisen. Das heißt, der Fall ist zu den Akten gelegt worden. Sie hat gekündigt, aber wohl nicht ganz freiwillig. Die wollten sie auch loswerden. Ich will, dass dieser Edda nicht schlau. Ihre Mutter sitzt im Rollstuhl. Schikaniert ihre Tochter. Und wir aus der Paracelsus-Klinik behaupten, dass hier auch einige Männer weggelaufen wären. Aschenputtel rächt sich an schöner Millionenerbin. Vielleicht. Okay. Tschüss. Bitte, ich will das wirklich nicht sehen. Dr. Schumacher hatte mit Verena Becker ein Verhältnis. Das ist ja wohl eindeutig. Was kann Dr. Schumacher dafür, dass sich diese Frau Becker an ihn rangeworfen hat? Es stellt sich die Frage, warum er das bis jetzt verschwiegen hat. Herr Faust, ich bitte Sie. Das spricht doch nur für ihn. Er wollte diese Person nicht dem Klinikklatsch ausliefern. Wofür ich ihm übrigens dankbar bin, im Sinne der Klinik. Die Geliebte Ihres Oberarztes ist in Ihrer Klinik ermordet worden. Dr. Schumacher zählt zu den Verdächtigen, das ist doch wohl klar. Dr. Schumacher ist einer der besten Chirurgen auf seinem Gebiet. Er wird demnächst habilitieren. Glauben Sie wirklich, er würde seine Zukunft wegen einer Frau Becker aufs Spiel setzen, die nicht mehr zu bieten hat als die Millionen ihres verstorbenen Mannes? Natürlich ist der Tod dieser Patientin tragisch. Aber für Dr. Schumacher war sie ein flüchtiges Abenteuer. Wie wollen Sie da so sicher sein? Ich kenne ihn. Ich kann das beurteilen. Hallo? Hallo, bitte! Bitte! Ich glaube, es ist soweit. Nee, ich hole einen Arzt. Oh nein, bleiben Sie bei mir, bitte. Können Sie mir eben helfen? Tja, Geburtsvorbereitung. Erstes Ausbildungsjahr. Na, lassen Sie mal. Sagen Sie in der 5 Bescheid, es kommt eine Entbindung. Und Sie sollen eine Trage mitbringen. Ich halte das nicht mehr aus. In welchem Abstand kommen denn die Wehen? Alle paar Minuten. Das ist völlig okay. Gleich kommt Ihre Kutsche. So, in die innere 5, aber zack. Na kommen Sie. Sie wollen doch Ihr Kind nicht auf den Parkplatz kriegen, oder? Sie werden sehen, alles wird gut. Wird sicher ein Prachtbaby. So nett kenne ich den gar nicht. Ich wundere mich auch schon.
Er hat mich die Woche vielleicht zur Sau gemacht. Bloß weil ich sage, er soll seinen Wagen von der Notaufnahme wegfahren. Ständig fragt er nachts hier. War das am Montag, als er uns beim Nachtdienst kontrolliert hat? Dass keiner eine Sekunde zu früh geht? So was macht er? Ist ja das Letzte. Wann war denn das mit dem Wagen? Warte mal. Genau, Montag. Von 22.15 Uhr bis 22.40 Uhr. Aber von mir hast du das nie. Alles klar. Schon Vorvertrag unterschrieben. Mhm. 50.000 pro Monat. Mieter ist eine Novo Medica GmbH. Gesellschaft heißt Dr. Schumacher mit einem Teilhaber. Lass mich mal raten. Verena Becker. Glaubst du, dass die Kaspari wusste, dass ihr Oberarzt mit Verena Becker eine Privatklinik aufziehen wollte? Die Frage ist nur, wie er es finanzieren wollte. Ganz einfach. Sie hat ihm eine Vollmacht über ihr Konto gegeben. Und er bedient sich fleißig. Wie viel? So ziemlich alles. Mindestens 3 Millionen. Danke, ich möchte nichts. Ich gehe gleich wieder. Na toll. Dr. Schumacher war in der Mordnacht für 25 Minuten in der Klinik. Das weiß ich vom Pförtner. Wann? Von 22.15 Uhr bis 22.40 Uhr. 22.30 Uhr hat er der Wächter Verena Becker noch lebend gesehen. Das könnte sich genau ausgehen. Da kommt sie. Du hast mich vernommen. Hallo. Hallo. Was wollte denn die hübsche Polizistin von dir? Boah, die hat ein paar Fragen gestellt. Wieso, du warst doch noch gar nicht da, als Frau Becker gestorben ist. Naja, die klammern sich an jeden Strohhalm. Gehen Sie auch gleich wieder? Nein. Kaffee bitte. Sag mal, was ist eigentlich los? Was soll los sein? Irgendwas stimmt doch nicht. Okay. Ich bin Bulle. Ich bin Polizist. Du bist bei der Polizei. Warum hast du das nicht gesagt? Verstehst das nicht. Manchmal müssen wir auch verdeckt ermitteln. Die Nummer mit dem armen Arbeitslosen hast du gut drauf, Horst. Du hättest Schauspieler werden sollen. Marcelina, das hat doch nichts mit dir zu tun. Hey, Moment! Ey, nicht anfassen. Marcelina! Marcelina! Ich muss zum Nachtdienst. Okay, ich hab dir was vorgemacht, aber das war doch nur, was meinen Beruf betrifft. Ansonsten würde ich immer wieder mit dir die dicken Bohnen da essen. Mukeka. Ja. Auch wenn mein Mund in Flammen steht. Du bist eine ganz tolle Frau. Nur auf Dauer müssten wir den Speiseplan ändern. Wie du das Essen ausgeteilt hast, das war wirklich gut. Aber sonst... Naja, ich weiß, als Pfleger bin ich eine Niete. Aber als Bulle bin ich gar nicht so schlecht. Aber den Mörder hast du noch nicht. Was denkst du? Pass auf.
Jemand bringt Verena Becker um. Vielleicht in Schumachers Labor. Schumacher? Ja, er bringt sie um. Legt sie auf ein Rollbett, schiebt sie in den Aufzug und dann ab in ihr Zimmer. Der Oberarzt, warum sollte er das tun? Ich habe gesagt, jemand, nicht der Oberarzt. Zum Bettenaufzug hätte er außerdem zwei lange Flure. Und in den kleinen Lift neben ihrem Zimmer passt ein Bett nicht rein. Gar nicht so schlecht, Frau Kommissarin. Wie wär's denn mit einem Rollstuhl? Schon besser, Herr Kollege. Ich muss jetzt wirklich. Ich komme vielleicht später vorbei. Bring noch ein Sandwich mit. Wo ist denn Schwester Edda? Die ist für einen Moment weg. Was gibt's denn? Ah, ich habe diesen bescheuerten Rollstuhl in der Abstellkammer hinter den Klos gefunden. Was ist? Nichts. Ich bin mal für eine Viertelstunde weg. Du kannst mich ja anpiepsen, wenn was ist. So, alles klar. Ich hab nichts gegen Brasilianer, das weißt du, Faust. Aber jeder, wo er hingehört. Super Techniker, keine Frage. Aber wenn's mal kalt wird, dann kannst du die alle einsacken. Ja, Harry, hier ist Faust. Gibst du mir die Acelina mal bitte? Wo ist sie denn? Na gut, dann sag ihr, ich rufe in 10 Minuten aber von zu Hause an. Okay? Bis dann. Tschüss. Tschüss, geh mal. Tschüss, Faust. Sie wollten mich sprechen? Jetzt? Wie Sie wollen. Im alten OP, warum? Okay, bis gleich. Hey Faust, ich bin jetzt zu Hause. Ach ja, was macht denn dein Knie? Tschüss, bis später. Schade, dass du noch nicht da bist. Ich habe eine Überraschung. Deine Theorie könnte stimmen. Der verschwundene Rollstuhl ist wieder aufgetaucht und dabei ein Zettel von einem Rezeptblock. Eine Botschaft von... Sorry, Faust, ich rufe gleich wieder an. Da sind Sie ja. Der Pfleger schläft. Die Nachtschwester ist verschwunden. Die Ärztin auch. Wo ist Acelina? Wo ist Acelina? Sie sind noch mal weg. Vielleicht bei Dr. Schumacher im Labor. Ich würde es begrüßen, wenn sich der Nachtdienst nachts auch auf der Station aufhalten würde. Das dürfen die Patienten von uns erwarten. Ich möchte, dass Sie morgen in mein Büro kommen. Gute Nacht. Sie hat nicht gesagt, wo sie hin ist. Nur, dass sie gleich wieder da ist. Ihr lasst die gehen und wundert euch nicht, dass sie nach einer Stunde nicht wieder da ist, oder was? Ja, wir haben sie angefunkt, aber ich meine, wenn die sich nicht meldet. Warte mal. Was ist denn das? Das kommt aus dem alten OP, das gibt's doch gar nicht. Acelina.
hol sie einen Arzt. Und nochmal lächeln, bitte. Wenn du noch einen Ton sagst, dann hau ich dir auf die Fresse. Kaliumchlorid. Wir haben das Zeug im Spind von Schwester Edda gefunden. Ich werde sie mitnehmen. Ich habe nichts damit zu tun. Ich verstehe das nicht. Schon auf dem Heimweg. Schrecklich. Sie war ein wunderbarer Mensch. Sie haben Schwester Edda verhaftet? Seit wann wissen Sie, dass ich Polizeibeamter bin? Ich habe es Dr. Schumacher an dem Vormittag gesagt, als er Sie feuern wollte. Sie müssen verstehen, ich konnte meinen leitenden Oberarzt nicht länger... Frau Kaspari hat nur ausgesprochen, was ich ohnehin längst vermutet habe. Können Sie mal kurz alleine sprechen? Es gibt nichts, was ich ohne Dr. Schumacher zu besprechen hätte. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich so nahe stehen. Ich liebe ihn. Das meinen Sie doch? Und deswegen haben Sie ihm auch ein falsches Alibi beschafft. Frau Kaspari hat nur verständlicherweise versucht, mich aus jedem Verdacht herauszuhalten. Sie wusste, dass Verena und ich... Dass Sie mit Frau Becker auch ein Verhältnis hatten. Das ist zwischen uns längst geklärt. Brauchen Sie uns noch? Vorerst nicht. Meine Mutter ist krank. Ist mir zu viel. Manchmal, da ist es so. Ich glaube Ihnen ja. Aber wir müssen jetzt wieder zu den Ampullen zurück. Da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Holt uns mal einen Kaffee. Was ist mit Ihrer Mutter? Sie ist ungerecht. Wenn es ihr schlecht geht, dann lässt es an mir aus. Es geht schon Jahre so. Das nicht mehr aus. Ich habe gesehen, wie Sie Tabletten aus der Apotheke genommen haben. Die waren für Ihre Mutter. Dolochronspasmutal. Starke Schmerzmittel. Der Hausarzt verschreibt sie nicht. Aber ich wollte manchmal einfach nur Ruhe. Das verstehe ich. Aber diese Schachteln hier. So viel habe ich nie genommen, das war ich nicht, ich schwör's. Ihre Fingerabdrücke sind auf den Ampullen. Als Arselina tot war, da bin ich ins Stationszimmer und da lag die Spritze und die Ampulle auf dem Tisch. Da habe ich Angst gekriegt und habe alles weggesteckt. Die glaubt mir nicht. Ich tue doch der Arselina nichts an. Sie war immer so freundlich zu mir. Glaubst du ihr? Mir fehlt das Motiv. Und verrückt ist sie ja nicht, oder? Naja, sie war ziemlich mit den Nerven fertig.
Ich glaube nicht, dass Arcelina sie bei der Kaspari angeschwärzt hat. Arcelina hätte mit Edda selber geredet. Meinst du, dass die Kaspari gelogen hat? Schade, dass du noch nicht da bist. Ich habe eine Überraschung. Deine Theorie könnte stimmen. Der verschwundene Rollstuhl ist wieder aufgetaucht und da war ein Zettel von einem Rezeptblock. Eine Botschaft von... Da war aber kein Zettel von einem Rezeptblock. Sie hat einen Zettel in der Klinik gefunden. Wir fahren da noch mal hin. Wir haben Arcelinas Sachen mitgenommen. Irgendwo muss der Zettel doch sein. Ja, vielleicht hat ihn jemand weggeschmissen. Dr. Maximilian Schumacher, 22.45 Uhr in meinem Labor. Ich schätze, es wird Zeit, dass wir Dr. Schumacher und Frau Kaspari beim Frühstück stören. Dr. Schumacher schnappt sich den Rollstuhl, lockt mit dem Briefchen Verena Becker in sein Labor und kann sie dort ungestört töten. Dann setzt er sie in den Rollstuhl, ab in den Lift, nach oben und direkt neben ihr Zimmer. Und das Motiv? Die Bankvollmacht. Der wollte Millionen für sich alleine haben. Es reicht für einen Haftbefehl. Denk an sein Alibi. Er ist laut Pförtner um 22.40 Uhr weggefahren. Auf dem Briefchen stand 22.45 Uhr. Das ist der Todeszeitpunkt. Dann hat er das Auto um die Ecke geparkt und ist in die Klinik zurückgeschlichen. Merkwürdig ist nur, dass die Kaspari ihm am nächsten Tag sofort das falsche Alibi beschafft. Und das deckt genau die Tatzeit. Meinst du? Sieht so aus, als hätte die Kaspari gewusst, wann der Mord passiert ist. Oder glaubst du an Zufälle? Vielleicht haben es die beiden zusammen geplant. Und er hat Arcelina umgebracht, weil sie den Zettel von seinem Rezeptblock gefunden hat. Das ist alles wegen Geld. Vielleicht ging es gar nicht um Geld. Max, ich habe eine Überraschung für dich. Rom. Wir beide alleine. Eine ganze Woche lang. Gabriele. Ich muss mit dir reden. Rom, Max. Unser kleines Hotel an der Fontana di Trevi. Ich kann nicht mitkommen. Unsinn. Dr. Hochreiter wird deine Termine übernehmen. Ich gebe dir frei. Schließlich bin ich deine Chefin. Du verstehst mich nicht. Ich kann nicht. Wer ist das? Bitte? Es tut mir leid, dass wir Sie so früh stören müssen, aber es geht nicht anders. Guten Tag. Ich müsste Sie mal sprechen. Bitte? Ich hoffe, Sie haben gute Gründe. Herr Dr. Schumacher, ich werde einen Haftbefehl gegen Sie erwirken, wegen Mordes an Verena Becker und Arcelina Aranda. Sie sind verrückt. Wir haben einen Glassplitter in Frau Beckers Hand gefunden, der eindeutig aus Ihrem Labor stammt. Und wir haben den Zettel gefunden, mit dem Sie Verena Becker in Ihr Labor gelockt haben. Das ist alles völlig absurd. Ich kenne Ihren Zettel nicht. Frau Becker hat Ihnen vertraut. Sie hat Ihnen sogar eine Bankvollmacht gegeben. Ein tödlicher Fehler. Das ist nicht wahr. Sag ihm, dass das nicht wahr ist. Ich kann das erklären. Es gibt da Verträge. Das ist alles völlig legal. Ihr Geliebter wollte mit Frau Becker eine Privatklinik aufziehen. Hat er Ihnen das nicht erzählt? Nur noch private Patienten. So war's doch. Ja, das wird nichts aus der Fortsetzung Ihres medizinischen Erbes, Frau Professor. Das ist eine Lüge. Sag es ihnen doch. Augenblick. Ich rufe jetzt meinen Anwalt an.
Sie haben nichts gegen dich in der Hand. Nichts als ein paar Splitter und ein Stück Papier. Ja. Moment. Für Sie. Hallo? Ach, der Kollege Tenser, das wurde auch Zeit. Darf ich mal jemanden? Bitte? Sekunde. Das wurde auf höchste Zeit. Nee, nee, ist schon in Ordnung. Was? Nee, ich glaube, das wird nicht nötig sein. Okay, tschüss. Tja, Doktor, mein Kollege hat Gott sei Dank Frau Dr. Hagemann erreicht. Sie waren ein paar Tage unterwegs. Ich kenne keine Dr. Hagemann. Wie? Sie ist Frauenärztin. Sie war die Vertraute von Verena Becker. Sie hat uns alles erzählt. Was denn erzählt? Ich weiß nicht, verdammt nichts. Zum Beispiel, dass Sie Verena Becker heiraten wollten. Blödsinn. Ja, er hat schon die Flitterwochen organisiert. Costa Rica. Größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Du wolltest diese Frau heiraten? Nein. Herr Doktor, sie war schwanger. Schwanger? Sie war schwanger? Ja, von Ihnen. Frau Becker hat sich sehr auf das Kind gefreut. Hören Sie auf damit. Du bist ja so mies! Ich hatte keine Ahnung, dass sie ein Kind bekommt. Hast du sie geliebt? Ich glaube, da ging es mir ums Geld. Hast du sie geliebt? Ja. Verdammt nochmal, wenn du es genau wissen willst. Ich habe sie geliebt. Keine Zeit für Ruhm. Du wolltest dich heimlich davon machen, das weißt du. Halt den Mund! Was habe ich nicht alles für dich ertragen? Ich habe sogar zugelassen, dass du deine Geliebte mit in mein Institut schleppst. In mein Institut. Ach was, dein Institut. Ohne meine Arbeit wäre der Laden längst bankrott. Nichts hast du gemacht! Gar nichts! Du hast mich belogen. Du hast mich immer nur belogen. Mein Gott. Ich habe alles für dich getan, hörst du? Alles. Sieh. Sie hat sie umgebracht. Und wir sollten glauben, dass er der Wächter dahinter steckt. Und dann kam Azelina mit diesem Zettel, den sie selber geschrieben hat. Sie hatte Angst, dass sie zur Polizei gehen würde. Dann wäre alles verloren gewesen. Und deswegen hat sie Azelina in den OP gelockt. Ich hatte keine Ahnung. Wirklich. Geh weg. Geh weg. Ja.
Nicht wahr? Es gibt keine Frau Dr. Hagemann. Ich weiß gar nicht, wovon der redet. Du hast geblufft. Sie hat gewusst, dass ich ein Bulle bin. Sie hat mich die ganze Zeit verarscht. So was mache ich nicht. Du bist unmöglich, Faust.